Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Final Fantasy 15. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier mit dem Jungen gesprochen, den wir wohl von früher kannten, vom Königsreich, so wie ich es verstanden habe. Und er hat uns einen heißen Tipp gegeben, dass die Höhle hinter dem Wasserfall, dass da eventuell ein Königsschwert sein könnte. Nee, mit der möchte ich ehrlich gesagt jetzt nicht mehr reden. Das werden wir auf jeden Fall versuchen. Ich sehe übrigens gerade auf der... Nee, das war nicht die Karte. Auf der Karte, dass hier auch noch zwei weitere Aufträge sind. Drei, wenn ich das sogar richtig sehe. Drei, vier weitere Aufträge. Ja, klasse. Dann werden wir nach dem Königsgrab auf jeden Fall nochmal hier vorbeischauen. Beziehungsweise wieder zurückkommen und die anderen Aufträge auch annehmen. Aber das Königsgrab ist schon wichtig. Also das werde ich jetzt als erstes erstmal machen. Ich hoffe, die anderen sind jetzt bei mir, dass ich jetzt nicht gleich alleine fahre. Ach so, wir konnten gar nicht tanken, ne? Das ist doof. Wo ist denn... 3 Kilometer. Wir müssen aber auf jeden Fall mit dem Auto fahren. Das ist scheiße. Haben wir denn hier nichts, wo wir tanken können? In welche Richtung liegt denn jetzt unser Ziel? Da, ne? Und was ist das hier? Das hätte ich ehrlich gesagt gerne als Ziel, aber ich weiß natürlich nicht, ob man da tanken kann. Ich weiß auch nicht, ob die Tankstellen überhaupt hier eingezeichnet werden. Ein Schokoborennen, ach wie cool. Das ist eine Raststätte mit einer Tankstelle. Countless. Das ist aber nicht das, wovon wir hergekommen sind, oder? Es ist natürlich jetzt sehr, sehr weit weg. Das ist das Problem. Und da ist jetzt auch sonst nichts. Das sind ja die Raststätten hier mit dem... Ja, und die haben zum Beispiel auch wieder eine Tankstelle dabei. Wir können hier nicht tanken und wir können da nicht tanken. Das ist wirklich Mist. Ja, wir versuchen es mal. Aber es ist schon die Hälfte, ist schon wieder runter. Eieieiei. Ja, hilft ja alles nichts. Wir versuchen mal dahin zu fahren. Findest du die Leute in dieser Stadt nicht auch unglaublich offen? Ja, hier grüßen einen alle auf der Straße. Stimmt. Anders als in Insomnia, was? Da grüßen die Menschen nicht mal den Prinzen. Ja, also das mit dem Benzin, muss ich ganz ehrlich sagen, haben sie schon ziemlich scheiße gemacht. Weil man halt nicht überall die Tankstellen hat. Oh, oh, oh. Oh. Ich sehe gerade. Nein, 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 nein. Nein, nein. Du sollst wenden. Ignis, halt mal an. Verstanden. Ich habe nämlich gerade eine Tankstelle gefunden. Perfekt. Mann, ist das wieder heiß hier. Und zieh halt das Hemd aus. Ich bin doch nicht du. Genierst dich wohl, was? Weil du so ein Hänfling bist. Quatsch. Ich will nur nicht mit meinen Muskeln... Ah ja. Weil du so ein Hänfling bist. Der ist aber nett. Okay, jetzt haben wir zumindest schon mal aufgetankt. Jetzt fühle ich mich schon etwas besser hier. Weil es gab ja auch eine Stelle, wo wir absolut nicht hingekommen sind mit dem Tanken. Ja, dann können Lass wir da jetzt hinfahren. Okay. So, los geht's. Und das sind ja nur 3 Kilometer waren es, glaube ich. Also es ist jetzt, ja, jetzt sogar nur noch 2. Es ist ja nicht weit weg. Du willst mir jetzt aber nicht sagen, dass es jetzt wieder dunkel wird, oder? Das finde ich persönlich nämlich nicht nett, weil sonst müssten wir wieder zurückporten. Kann man jetzt hier runterspringen? Vor allen Dingen, wie kommen wir denn dann nachher wieder hoch? Okay, da ist der Wasserfall. Kommt an. Hä? Ich mach's Licht an. Okay. Da kommt man gar nicht hoch. Kommt man. Hallo? Darf ich noch was machen?
Kommt man denn am Wagen hoch? Ja, ich weiß, ich laufe auf der falschen Seite. Noct? Da ist ein Knopflose an deiner Jacke. Stimmt. Ach, ist egal. Gib sie mir nachher. Ich nähe ihn dir wieder an. Lass mal gut sein. Ich mach's selber. Na gut. Ist das nervig. Also ich würde sagen, dass ich mich jetzt wieder zurück teleportiere, weil im Dunkeln sieht man mal wieder gar nichts. Und so, zur letzten Unterkunft und da dann erstmal übernachten Vergiss werde. Es aber nicht. Weil ich finde es schrecklich. Im Dunkeln kann man nichts sehen. Ich muss jetzt irgendwo einen Weg finden, wie man jetzt da runterkommt. Dann kürze ich das Ganze lieber ab, porte mich eben zurück, übernachte dann und dann im Hellen können wir noch mal gucken, wie wir da runterkommen. Was machen wir jetzt? Hören wir uns ein wenig um? Das ist Nocts Entscheidung. Wir übernachten. Willkommen. Darf es ein Zimmer sein? Ui, wollt ihr mich verarschen? Genug geschafft für einen Tag. Heute Nacht werde ich gut träumen. Iris. Ja. Mann, die Hälfte deiner Fotos sind Selfies. Bin halt hübsch und steh dazu. Aber total verschwommen. Boah, das sieht aus. Okay, das sieht scheiße aus. Das müssen wir behalten. So, dann werden wir wieder zum Regalia zurückkehren. Jetzt ist es hell, vielleicht kriege ich das jetzt hin, dass wir da einen Eingang runterfinden, weil wir können da offensichtlich nicht runterspringen. Lasst nichts liegen. Okay, Abmarsch. Aber hier kommt man auch nicht runter. Oh. Kann da auch nicht hinporten und nichts. Da ist auch alles abgezäunt. Das ist doch scheiße. Kann ich auch nicht auf dem Wagen draufspringen und dann irgendwie... Na, da auch nicht. Entschuldigung. Das wird jetzt problematisch werden, weil ich nirgendwo die... Doch, Moment, links können wir. Aber links stürze ich mich in die Tiefe, wenn ich das hier richtig sehe, oder? Nee, das ist ein Weg. Oh, das ist das, was ich meine. Das habe ich nämlich nicht gesehen, als es dunkel war. Bei Erdbeben kriegst du also Kopfschmerzen. Ja. Eine Art seismischer Schock für den Körper. Die Frage ist nur, kommen wir da dann rüber? Hoffe, weil eigentlich ist das ja die falsche Seite. Da ist was. Gehen wir mal aus dem Weg. Das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite macht mir das etwas Sorgen, dass wir hier einen super Trank bekommen. Ich hab's gewusst. Oh. Fuck, was ist das bitte? Das ist jetzt nicht sowas wie ein Boss. Die Frage ist jetzt, müssen wir da überhaupt rum? Können wir da überhaupt rum? Ich möchte hier was sehen. Weil wenn ich den jetzt bekämpfe und wir müssen da gar nicht rum, ist das doch auch Schwachsinn. Da ist Wasser. Wir müssen ja irgendwie da hinten hoch. Scheiße, was ist das denn? Nee, wir müssen gar nicht da hinten hoch. Wir müssen hier rum. Okay, dann... Ja, so viel dann zum Blocken. Bist du okay? Ja, ich komm klar.
Hallo. Das lässt dich. Klappe zu, Monstertruck. Hier bin ich. Wieso krieg ich Schaden, wenn ich dahin gehe? Ich verstehe es nicht. Ich hau die und krieg dadurch Schaden. Boah, die sind aber echt, die sind heftig, Leute. Hier habe ich das Gefühl, weiß ich nicht, dass ich dann andere Waffe brauche. Oh, 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 okay. Boah, jetzt kommt dieses Schlangenvieh auch noch. Nee. Was ist das denn jetzt, was ich gerade gehört habe? Was ist es? Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Da bin ich aber gespannt. Ey! Lass mich wenigstens die Sachen einsammeln. Was ist es? Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Da bin ich aber gespannt. Sagte er hinterm Busch lauernd. Eieiei. Hier ist noch was? Hat er das jetzt aufgenommen? Ja. Okay, also die braucht definitiv was anderes zum Kämpfen. Das war aber echt krass, also. Nee, scheiße, ich muss hier oben rum, oder? Ob das wohl der Wasserfall ist? Nachgucken kostet nichts. Sieht nach einem Weg aus. Wenn ihr nicht immer so komisch neben mir laufen würdet. Das riecht nach Eingang. Vielleicht ist an der Legende ja echt was dran. Wäre schön, wenn ich was sehen könnte. Ganz schön frisch hier, was? Hat jemand einen Schal? Heul nicht so rum. Wirst schon nicht sterben. Ja, ich vielleicht, weil ich sehe nichts. Also ich würde sagen, ich speichere hier erstmal, weil ich kann absolut nichts sehen. Jetzt gehe ich wieder raus. Leute, macht doch mal Licht an. Eben habt ihr doch auch Licht angemacht. Da ist der Ausgang. Vorhang auf. Ah, endlich. Erwartet uns keine Tragödie. Lustig wird's jedenfalls nicht. Wir brauchen Licht. Okay, bei der Kälte gibt's doch bestimmt keine Sicher, oder? Glaub kaum, dass die sich an der Kälte stören. Vermutlich nicht. Vielleicht sind sie ja eingefroren. Tiefgekühlt. Aber nur so lange, bis sie plötzlich auftauchen. Wäre ja auch zu schön gewesen. Bis ja. So bin ich halt. Also dann. Pass besser auf, Nocht. Ja doch. Ist der erste jetzt schon? Keiner verlässt, wie es scheint. Dann wollen wir mal weiter. Hilf! Aus meinen Augen. Ja, klar. Verfluchte Sicher. Das sind Imps, aber ist okay.
Kommen die anderen auch mal, oder? Ich hätte hier alles alleine machen. Oh. Was für eine Hundskälte! Bin voll auf der Haut! Echt fies! Boah, wieso haben die mich hier die ganze Zeit anvisiert? Das verstehe ich nicht. Weiter. Ja. Ja. Ja, wäre nur schön, wenn mein Leben jetzt ein bisschen schneller regenerieren würde. Ich will hier raus. Hoffentlich wird mir's schnell. Such lieber, statt zu reden. Och, nicht schon wieder. Nicht schon wieder! Kann man die Karte mal ansehen? Ich weiß gar nicht. Achso, da sind wir hergekommen. Okay. Ich befürchte, dass wir das später noch brauchen werden. Roll dich immer weg. Du sollst wegrollen. Oh, wie oft muss ich auf diese Taste drücken? Jetzt mal ganz ehrlich. Was soll das jetzt? Lauf! Noct, deine Friese ist eingefroren. Was? Echt jetzt? Kommt mit, Jungs. Ich befürchte, das wird gleich ein Bosskampf. Jungs? Na toll. Soll das nicht hier sein? Oh, jetzt sag mir bitte nicht, dass es über mir. Oh. Ach, sie sind jetzt doch da. Was hast du das denn gelernt? Greift ihn lustig an. Verschwinde!
Also irgendwie sind das sehr, sehr seltsame Geräusche jedes Mal. Jetzt muss ich schon wieder dahin. Oh oh. Na komm. Nicht ausrutschen. Schön langsam. Also wir müssen hinten links rüber. Diesmal gebe ich die Befehle. Aber mach's kurz. Und ab. Dann nicht verständlich. Meine Zeit ist vor. Bist du richtig in Fahrt? Kinderleid. Und dann? Meine Lieben. Entschuldigung. Weiter geht's. Ja. Ja. Ob das Schwert hier ist? Wer weiß. Lasst uns noch etwas suchen. Ja, also wir sind zumindest an der Stelle. Ne, jetzt sind es schon wieder 100 Meter. Och, wollt ihr mich verarschen? Das geht ja immer wieder... Nein, heil dich! Heil dich! Ah! Nein, nicht Elixier. Ich hätte das gerne noch schneller beendet. Ja, ich auch. Was war das für ein Arsch? Ich glaube, wir kommen heute gar nicht mehr dahin. Komm, mach. Oh, wie im Kühlschrank. Was gebe ich jetzt nicht alles für eine Wärmflasche? Sind ja schon ziemlich weit gekommen. Ich würde jetzt vieles dafür tun, damit sich meine Lebenspunkte wieder regenerieren. Hallo? Jungs, macht mal hinne. Da vorne. Oh, das Empfangskomitee. Verdammt! Das wird ein harter Kampf. Was macht der? Leute, helft mir! Ah, was war denn das? Willst du mich verarschen? Nein! Schwierig, im Dunkeln zu ziehen. Sieht aus, als hätte er einen Schuss. Nein, ey. Da weißt du die ganze Zeit aus und der trifft dich trotzdem. Ja.
Stinkt es tot? Oh nee, ist nicht euer Ernst, oder? Oh, hilft mir, Leute. Ich muss mich heilen. Was war das gerade? Och, ist nicht euer Ernst jetzt. Kommt mir hier nochmal raus? Endlich können wir hier raus! Ja, hoffentlich. Das war knapp. Ja, das war hart. Geschafft ist geschafft. Eieiei. Ich bin jetzt auch geschafft, aber richtig mit den Nerven hier. So, du kannst nun die Königswaffen heraufbeschwören. Wenn Noctis angreift oder sich verteidigt, lässt sich der kreisförmige blaue Limitbalken am linken unteren Bildschirmrand auf. Ist der voll, kann es losgehen. Solange die Königswaffen dich schützen, sind alle deine Statuswerte erhöht. Also links, rechts, unten muss ich dann gleichzeitig drücken. Okay. Setze FP ein, um dein königliches Arsenal zu verstärken. Ja, das werden wir natürlich alles machen. Ich schaue mich hier nochmal eben um. Oder ich schaue mich nicht um, weil er mich gerade nicht lässt. Ja. Dann muss ich jetzt zum Eingang zurückkehren, weil ich glaube, der fragt mich nämlich nicht mehr, ob ich das möchte oder ob ich das nicht möchte. Alles in Ordnung? Was ist los? Wo bin ich? Noct? Ich habe etwas gesehen. Lodernde Flammen. War das der Meteor? Eine Vision von der Cortez-Platte? Lasst uns nach Lestallon zurückkehren. Ja, wir müssen mit Helke drehen. Dafür bin ich auch, aber ich werde das kurz noch lesen. Die Kreischia-Grotte, im Volksmund auch Wasserfallhöhle genannt, ist ein Höhlensystem, das sich labyrinthartig hinter den Kalateinfällen erstreckt, die sich aus dem Triokes-See speisen. Schon viele haben sich hier hoffnungslos verirrt. Unter den Jägern hält sich hartnäckig das Gerücht, dass die Grotte würde ein legendäres Schwert beherbergen und könnte womöglich eine besondere Bedeutung für das lussische Königshaus haben. Neugierige und Abenteuerlustige seien jedoch gewarnt. Im nahen Fluss Venas wimmelt es von Bestien namens Midgardsormel, die sowohl Angelausflüge als auch Spazieraufträge in der Region zu einem gefährlichen Unterfangen machen. Ja, das haben wir leider alles bemerkt und ich würde sagen, wir machen hier mal einen schnellen Cut, weil die Folge doch sehr, sehr lange jetzt geworden ist und sehen alles weitere dann im nächsten Video. Bis dann, ciao!